Hallo meine lieben Widerstandskämpfer und Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Through the Darkest of Times. Ich mache hier weiter, obwohl es am Anfang erst so ausgesehen hatte, dass das Interesse ja gering gewesen wäre, aber das hat sich zum Glück ein klein wenig relativiert. Ich glaube, dass bloß keiner das Spiel hier so richtig auf dem Schirm gehabt hat und dass jetzt wahrscheinlich auch die große Berichterstattung in den klassischen Medien hier sicherlich dem Spiel auch hilft. Denn ich persönlich bin wie viele von euch der Meinung, dass das Spiel hier wirklich ein, ja, großes Stück deutscher Geschichte mehr oder weniger sein kann oder zumindest helfen kann, deutsche Geschichte zu verstehen. Einfach indem man mal selber sich in diese Situation versetzt. Sicherlich natürlich im Rahmen eines Spieles, wissen wir alle, aber auch in der Realität waren den Menschen damals ganz, ganz krasse Schranken gesetzt, innerhalb der sie sich bewegen konnten. Und die erleben wir jetzt hier so einigermaßen nach. So, ich würde aber mal sagen, wir machen mal weiter. Tag von Potsdam. Die Eröffnungsfeier des neuen Reichstages fand in der Potsdamer Garnisonskirche statt und wurde vollständig im Radio übertragen. Die Feierlichkeiten wurden in Anwesenheit von Reichskanzler Hitler und Reichspräsident Hindenburg durchgeführt. Oh Mann, was für eine Zeit, ey, ohne Witz, da fällt mir gerade eben ein, es ist doch gerade eben erst passiert, dass Berlin, Hindenburg, ich sage absichtlich, endlich die Ehrenbürgerschaft aberkannt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nur schwerlich nachvollziehen, wie jemand wie Hindenburg, der eine so umstrittene Persönlichkeit der Geschichte ist und letzten Endes auch dazu beigetragen hat, dass natürlich Hitler überhaupt in die Macht gekommen ist, überhaupt so lange Ehrenbürger sein konnte. Der war ja seit April 33 Ehrenbürger von Berlin und im Gegensatz zu Hitler hat man es ihm seither nie abgehandelt gehabt. Und ich erkläre euch mal, warum ich sage endlich. Ich finde, um Ehrenbürger von irgendetwas sein zu können, um überhaupt das Anrecht zu haben, muss man Großartiges für sein Land geleistet haben oder für seine Stadt oder was auch immer. Also überhaupt für die Organisation im Grunde, für die man halt letzten Endes tätig war. Und wenn ich eine umstrittene Persönlichkeit bin, bin ich der Meinung, man kann anderer Meinung sein, aber wie gesagt, das schließt sich für mich einfach quasi aus dieser Ehrung als Ehrenbürger, sollte man nicht umstritten sein. Da muss man quasi eindeutig positiv eingewirkt haben. Und wenn du dann halt letzten Endes hergehst und dann so jemanden wie Hitler an die Macht bringst, der ja nicht irgend so ein Schurke war, sondern ja letzten Endes das Maß aller evil Dinge, da sollte man definitiv Abstand davon nehmen, so einen überhaupt zum Ehrenbürger quasi zu lassen oder ihn zu machen. Gut, er war es schon, aber man hätte es sehr, sehr viel früher letzten Endes rückgängig machen müssen. Was mal wieder zeigt, was wir da teilweise alles noch für, ja, so Kriegs- und Vorkriegsminen überall noch in unserer Gesellschaft haben. Man hört ja immer wieder von solchen Sachen, dass solche Sachen erst jetzt so nach und nach geändert werden. Es ist eigentlich schon echt traurig, dass da keiner sich so richtig drum kümmert oder zumindest, dass es sogar Leute gibt, die gegen so etwas ankämpfen wollen. Übrigens lustig, ne? Das ist in einem Monat. In einem Monat, am 22. April, werden Hitler und Hindenburg beide Ehrenbürger von Berlin werden. Also hier im Spiel. Holy moly. Handelskrieg mit der Tschechoslowakei. Zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland herrscht ein Handelskrieg. Berlin stellt den Zahlungs- und Reiseverkehr zwischen beiden Nationen ein. Ich schätze mal, das ist der Auftakt um die Sudetenfrage hier, die Hitler ja als Vorwand nehmen wird, um dort einzumarschieren. Die Rundschau schreibt, Arbeitslager eröffnet. Die Nazis eröffnen in Dachau ein Lager zur Umerziehung politischer Gegner. Sie nennen es ein Konzentrationslager. Das ist auch der Anfang vom Ende von vielen, vielen Menschen, vor allem Unschuldigen. So, wir können wieder Aktionen planen. Ich weiß jetzt inzwischen, was diese roten Punkte bedeuten. Diese roten Punkte bedeuten, ja, dass sie im Grunde sehr, sehr auffällig sind. Also sie müssen sich extrem vorsichtig verhalten, um nicht aufzufallen. Und haben ein sehr, sehr hohes Risiko aufzufliegen. Das liegt daran bei ihm, dass seine Ehefrau in der NSDAP ist und bei ihr liegt es daran, dass sie halt letzten Endes für so ein Nazi-Department arbeitet. Das heißt also, die Leute kennen sie. Und dadurch kann es sein, dass sie jetzt sagen, hey, du bist doch die Bärbel Schmidt, die beim Blablabla arbeitet. Ah, ja, genau. Und dann haben wir das Problem. Deswegen müssen wir Bärbel Schmidt im Grunde jetzt wahrscheinlich immer so als, ja, passive Mitarbeiterin mitnehmen. Die kann eigentlich kaum mehr öffentlich in Erscheinung treten, es sei denn ihre Vorteile, dass irgendwann mal Zynikerin oder so ein großer Vorteil sein dürfte. Ja, gut, dann schauen wir mal weiter. Was wollen wir eigentlich machen? Ich möchte endlich mal Flugblätter schreiben. Flugblätter mit der Schreibmaschine erstellen. Die Druckerin Beatrix Mahler hat Farbrollen von ihrem Arbeitsplatz gestohlen und hat sie uns gespendet. Wir können jetzt manuell Flugblätter erstellen. Oh, das möchte ich sehr, sehr gerne machen. Was ist vorteilhaft? Akademiker zu sein ist gut und eloquent. Man braucht Propaganda und Allgemeinwissen. Ja gut, du bist doch eine Lehrerin, genau, eine Akademikerin. Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang.
Und wen nehme ich damit? Du bist auch gut hier in Propaganda. Genau, dann haben wir jetzt den vollen Erfolg. Ich denke mal, das können wir auch so lassen. So, dann haben wir noch den Franz Zimmermann. Was möchte der denn machen? Was ist denn das Neue hier? Das hier ist mit den Christen sprechen. Hans Kupfer ist Pastor in Tempelhof und stellt uns einige seiner Freunde vor. Wir können versuchen, sie zu überzeugen, uns zu unterstützen. Dafür ist es hilfreich, katholisch-konservativ zu sein oder christlich-liberal. Idealistisch, inspirierend, religiös. Es ist hinderlich, Anarchist, Kommunist, Sozialdemokrat oder Atheist zu sein. Okay, dann ist der Franz wohl raus. Ja, wobei es würde noch gehen. Der Peter, nee, das geht gar nicht. Der ist der Antityp. Und du? Ja, das geht auch schon gar nicht. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal hier kurz sein. Dann haben wir noch was Neues da oben. Eine Akademikerin treffen. Heike Griese kennt einen Professoren in Weisensee, die möglicherweise bereit ist, uns zu helfen. Also eine Professorin. Okay. Es ist hilfreich, moderat liberal zu sein, akademisch, idealistisch und inspirierend. Es ist schädlich, Arbeiter gewaltbereit und zweifelhafte Vergangenheit zu haben. Interessanterweise ist es nicht schlecht, wenn man frauenfeindlich ist, so wie er hier. Aber er ist Arzt, er ist demnach Akademiker. Ja, lol. Da trifft sich der frauenfeindliche, monarchistische Arzt mit einer Professorin und es ist ein super Gespräch. Okay, ja, da haben die Entwickler wohl einen kleinen Fehler gemacht. Also da müsste eigentlich dieser Nachteil eigentlich auch noch mit drin sein. Ich möchte noch Geld sammeln, das könnten wir dringend brauchen. Spenden in Kreuzberg, warte, Peter war doch immer sein Gebiet, ne? Das war doch immer das Wichtige bei ihm. Kann ich dich da noch mit reinnehmen? Boah, das steigt die Gefahr einfach zu sehr. Nee, dann machen wir das so und beenden so den Tag, weil wir brauchen ja, wie gesagt, auch nochmal ein paar Mark. Übrigens, ich habe auch gelernt, ne, dass diese roten Punkte nichts damit da oben zu tun haben. Das war einfach nur ein Riesen-Fail von mir. Das hätte ich nicht tun sollen. Dadurch ist es auch die Kosten für Untertauchen halt schon auf 30 Mark hoch. Da habe ich mir selber jetzt mehr ein Bein gestellt, als notwendig war. Aber ich habe halt nicht gewusst, liebe Entwickler, was diese roten Punkte bedeuten. Und als ich schon gedacht habe, ach ja, jetzt weiß ich alles über das Spiel, da waren halt diese roten Punkte bei meinem Testspiel noch lange nicht da. Das wäre cool gewesen, wenn solche wichtigen Spielelemente halt schon sehr, sehr früh in einem Tutorial auf einen zukommen würden. Naja, was soll's. Das ist einfach nur jetzt mal so nochmal ein Verbesserungsvorschlag. Wir beenden den Tag und bekommen nochmal 9 Mark von unseren Unterstützern. Das ist gut, verlieren allerdings auch 2. So, Geldspende, klappt das? Peter Kettmann besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Er ist erfolgreich, das ist gut. Die Menschen sind nach wie vor schockiert über die Taten der Hitler-Nazis, wie auch immer. Charlotte Sauer schreibt und produziert die ganze Nacht Flugblätter von Hand. Es ist harte körperliche Arbeit und obwohl sie ihr Bestes gibt, produziert sie nur eine geringe Menge. Boah, das ist aber echt gemein. 4 Flugblätter. Echt jetzt? Eine ganze Nacht schreiben und du hast 4 Flugblätter geschrieben? Das kriege ich in einer Stunde hin. Wenn du einmal den Text hast, ey. Franz Zimmermann trifft sich mit einer Akademikerin aus Weisensee und versucht. Oh, wir wurden vielleicht gesehen. Und versucht herauszufinden, ob sie bereit wäre, mit uns zusammenzuarbeiten. Er stellt sich heraus, dass sie im Regime wegen seiner Irrationalität und Grausamkeit verachtet. Sie sagt, es gibt ähnlich Denkende in Weisensee. Okay, das hat geklappt. Das ist doch schon mal gut. Wir haben insgesamt einen Unterstützer netto verloren, haben insgesamt 4 Moralen netto verloren. Ermächtigungsgesetz beschlossen. Ach Gott, jetzt geht's los. Der neue Reichstag verabschiedet gegen die Stimmen der Sozialdemokraten das Ermächtigungsgesetz. Waren übrigens wirklich die einzigen, die dagegen gestimmt haben. Ne? Zentrum hat zugestimmt. Jetzt kann Reichskanzler und die Kommunisten durften schon gar nicht mehr abstimmen. Und das war auch jetzt letztendlich der Schritt, der dann letztendlich die Sozialdemokraten. Da kommt übrigens. Nee, der kommt da nicht her. Egal. Auf jeden Fall, da kommt dann letztendlich noch die Verfolgung der Sozialdemokraten letztendlich her. Jetzt kann Reichskanzler Adolf Hitler Gesetze ohne den Reichstag beschließen. Es ist der totale Wahnsinn, was hier letzten Endes gemacht wurde. Das ist sogar noch weitergehend, als im Grunde das Kaiserreich letzten Endes irgendwelche Gesetze verabschieden konnte. Man hat im Grunde wirklich einen Diktator ernannt. Also, es ist sogar noch krasser eigentlich als die Diktatoren also die Imperatoren von Rom, weil die haben ja auch teilweise die Zustimmung der Senatoren gebraucht. Hitler hat das einfach alles gar nicht mehr gebraucht. Er hat einfach mit dem Finger geschnippt und ja.
konnte er halt letztendlich das hier machen. Der voranschreibt, Hitler, Juden sind hier sicher. Ja, genau. So sicher wie tot. Hitler weist alle Vorwürfe in ausländischen Zeitungen zurück. In Deutschland bestehe keinerlei Gefahr für Juden. Oh Gott, seht ihr, da kommt schon die nächste Lüge. Goebbels will Rundfunk aufräumen. Aha. Goebbels kündigt eine politische Säuberung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Medien an. Ab dem 1. April sendet das deutsche Radio täglich von 19 bis 20 Uhr eine Stunde der Nation unter der Leitung seines Ministeriums. Merkt ihr, das sind gewisse Parallelen zu auch heutigen Politikern, insbesondere im rechten Spektrum, die auch der Meinung sind, man sollte mal im Medienbereich aufräumen. Das ist derselbe Sprech. Es fängt schon wieder an, Leute. Das ist unfassbar eigentlich. Und vor allem, wir wissen es. Die Geschichte ist gerade mal 80 Jahre her. Es ist alles dokumentiert. Und die Leute glauben es trotzdem nicht. Also manchen Leuten muss der Asteroid schon auf den Kopf fallen, bevor sie glauben, dass es ihn gibt. Also es ist, ja. Gut, 29. März 33. Zu Beginn unseres Treffens stiehlt sich Bärbel Schmidt in den Raum. Sie humpelt und ihr Gesicht ist grün und blau. Was ist denn jetzt? Was ist denn los? Was ist denn los, Bärbel? Bärbel sagt lange nichts. Nein, nein, es geht mir überhaupt nicht gut. Gestern Abend, ich war dabei, einen Club zu verlassen. Sie schaut sich schüchtern um. Ein Schwulenclub, jeder kennt den. Achso, sie ist ja homosexuell, das haben wir schon mitbekommen. Haben dich die Braunhemden erwischt? Schlimmer, antwortet Bärbel. Es war eine Gruppe von ganz normalen Studenten. Es geht schon los, ey. Wobei man dazu sagen muss, na, ihr seid vielleicht schockiert, dass das jetzt hier so in den 30er Jahren passiert. Viele von euch wissen nicht, dass es noch eine Straftat tatsächlich war in Deutschland, noch in den 70er Jahren, also 1960 bis 69, konntest du auch wegen Sittenwidrigkeit eingesperrt werden. Und das, obwohl wir das Grundgesetz schon hatten, dasselbe Grundgesetz, das die Sexualität außer Frage stellt. Also, aber wie gesagt, bevor ihr jetzt hier schockiert seid, wir hatten das alles noch in der Nachkriegszeit, sogar bis hinein ins Wirtschaftswunder. Und selbst heute noch diskutiert man absurderweise über so etwas, was keine Sau irgendwas angeht. Ich persönlich bin nicht schwul, ich persönlich bin heterosexuell, habe zwei Kinder, aber es ist mir scheißegal, was für eine sexuelle Ausrichtung die anderen Menschen haben, solange sie dabei niemanden aktiv Schaden zufügen. Und Schaden bedeutet nicht, dass es jemand lästig ist, der es mitbekommt. Das ist nicht Schaden, das ist dann einfach nur Arschloch sein, wenn es dich stört. So, schlimmer, gut, es tut mir uns auf jeden Fall leid, dass ihr das passiert ist. So schlimm war es noch nie. Das Regime erlaubt diesen Menschen, ihren niedrigsten Trieben zu folgen. Sie glauben wirklich, sie hätten das Recht, uns anzugreifen. Wenn es so weitergeht, wird es schrecklich enden, sagt Bärbel. Ja, das ist halt das Schlimme, letztendlich. Du stellst den Leuten im Grunde einen Persilschein aus dafür, dass sie andere vermöbeln, sogar töten dürfen, einfach nur, weil sie einfach nicht so sind wie du oder weil sie anders sind, als du es willst. Herzlich willkommen im Faschismus, da wo einfach nur die Masse über die Minderheiten nicht nur regiert, sondern sogar drüber trampelt. Okay, unsere Moral ist dadurch leider gesunken. Aber wir können vielleicht noch etwas jetzt hier tun. Warte mal, oh, da oben können wir jetzt neue Sachen eventuell machen. Informationen kaufen, oh, das ist nicht schlecht. Kann ich irgendwo auch mal Flugblätter eigentlich verteilen? Oh, der Franz wurde es tatsächlich gesehen. Ne? Vielleicht muss ich die mal da hier untertauchen lassen. Also auf jeden Fall hat es bisher nie was gebracht, jemanden für eine Weile untertauchen zu lassen. Aber der Franz wurde jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Was ist eigentlich das hier? SA-Aktivitäten beobachten. Das kostet 30, oh je. Ja, was mache ich jetzt mit meinen Flugblättern eigentlich? Papier kaufen. Was mache ich mit meinen Flugblättern? Bücher verbreiten. Bücher verkaufen. Geht ja alles von hier und da aus. Also ich habe jetzt diese Blätter, aber gut, es kann gut sein, dass ich die einfach nur einsetzen muss, um eventuell die Leute mehr zu überzeugen. Ich kann ja mal mit den Christen sprechen gehen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das machen. Jetzt nehme ich mal ein Flugblatt mit. Wie ändert das die Chancen? Es ändert ein bisschen die Chancen, erhöht aber auch ein bisschen die Gefahr, wie wir jetzt gerade eben sehen. Ja, warum eigentlich nicht? Also ich nehme jetzt auf jeden Fall... Oh, sie ist schon... Das Ding ist schon Level 2. Er ist Monarchist und Frauenfeind. 10 bis 17, 7 bis 11. Werner? 11 bis 18. Ja, wir machen das jetzt mal so. Ich hoffe, dass er nicht gesehen wird.
Was können wir denn hier noch machen? SA-Aktivitäten beobachten. SA-Aktivitäten. Unsere Unterstützerin Rosalinde Windrich teilt uns mit, wo wir die SA in Köpenick beobachten können. Ja, ist halt die Frage, was ist vorteilhaft? National-konservativ zu sein und neugierig zu sein. Es ist schlecht, Anarchist, Kommunist oder Sozialdemokrat zu sein. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Er hat halt die besten Werte, was das angeht, ne? Aber die Gefahr steigt halt auch. Also wir können uns das momentan einfach nicht leisten, das so zu machen. Ich könnte nochmal versuchen, einfach mal zu malen. Wir haben ja Farbe. Holy shit, ey. Das geht gar nicht, ey. Und was ist, wenn ich dich da noch reinnehme? Ich will das halt einfach irgendwann mal auch mal hinbekommen, ne? Ich will das irgendwann auch mal hinbekommen, auch mal jetzt mal irgendwo was hinzuschmieren, aber ist nicht möglich. Das ist jetzt hier schon in der Mache. Papier brauche ich nicht kaufen. Die Wahrheit befreit. Wenn wir auf dem höchsten Gebäude am Alexanderplatz einen Banner aufhängen und gleichzeitig kritische Flugblätter verteilen könnten, würden viele Leute erfahren, was in Hitlers Deutschland wirklich vorgeht. Benötigt. Geht erst ab Level 8. Kritische Flugblätter haben wir natürlich nicht. Okay. Man braucht also kritische Flugblätter. Was ist das da hinten? Hier kann man auch mit Arbeitern sprechen. Oh, hier ist es schon schwerer. Dann machen wir das jetzt so. Die bekommen jetzt noch ein Fahrrad für Notfall. Einfach nur, falls schlimme Dinge passieren. Wir brauchen mehr Unterstützer. Schon Ende. Wir haben nochmal 8 Mark bekommen. Und jetzt sind wir im Tempelhof bei den Christen. Wir treffen uns mit den Menschen aus der christlichen Gemeinde im Tempelhof und sprechen mit ihnen über das Regime und mögliche Wege, Widerstand zu leisten. Nicht wenige denken, dass Hitlers Vorgehen gottlos ist. 15 Leute schließen sich uns an, aber wir wurden vermutlich gesehen. Ach du Scheiße, ey. Peter Kettmann trifft sich mit Kollegen unseres Unterstützers in Köpenick. Verstecken oder... ich versuche mich mal zu verstecken. Der Augenzeuge geht weiter. Peter stellt fest, dass es zum Glück noch immer Menschen gibt, die sich Nazis... die gegen die Nazis sind. Okay, wir wurden gesehen, aber wir haben 4 weitere Unterstützer bekommen. Och, ach du Scheiße. Ja, genau. Vor allem Deutsche, wehrt euch. Man hätte sich gegen euch wehren sollen. Es ist Samstag und ich bin auf meinem Weg, Lebensmittel fürs Wochenende einzukaufen. Als ich auf dem Laden zukomme, sehe ich schon vom Weiten, dass irgendwas nicht stimmt. Vor dem Haus hat sich eine Menschenmenge versammelt, darunter einige Männer in der braunen Uniform der SA. Ja, ich gehe mal näher. Aus Neugier natürlich. Gehe näher an den Laden heran, um zu sehen, was da los ist. 3 Braunhemden stehen am Eingang und halten selbstgemachte Schilder hoch. Jemand hat einen Davidstern und das Wort Jude auf das Schaufenster gepinselt. Die Farbe ist noch nicht trocken. Da geht's schon los, ne? Die Judenverfolgung fängt jetzt schon an. Das sind so richtige widerliche Schriften, ey. Richtig widerlich. Wie sie jetzt anfangen, die Juden zu denunzieren. Ich lese mal, was auf den Schildern steht. Tja, auf den Schildern steht, Deutsche, wehrt euch und kauft nicht bei Juden. Und Achtung Deutsche, die jüdischen Besitzer sind Schmarotzer am deutschen Volke. Das Eigentum dieses Geschäftes ist der Jude Nathan Schmidt. Ja, also mehr Denunziation geht gar nicht in der damaligen Zeit. Heutzutage würden sie wahrscheinlich dann die Facebook-Seite hacken oder sonst irgendwie oder eine Website erstellen. Also es ist eigentlich der absolute Hammer, ey, wie sie halt dann letztendlich diese Leute halt so darstellen. Wisst ihr, es sind eigentlich so lächerliche Offensichtlichkeiten. Er ist halt Jude. Ja und, das haben die Leute wahrscheinlich vorher gewusst. Aber das jetzt hier in Zusammenhang zu bringen, dass man sich gegen ihn wehren müsste. Ja, warum? Und wisst ihr, so die Frage ist, warum soll er angeblich ein Schmarotzer sein? Was macht ihn dazu? Er verkauft Lebensmittel, wahrscheinlich nicht zu anderen Preisen als andere. Wisst ihr, so das ist so, hä? Aber damals... Ich weiß es nicht. Hat es aus irgendeinem Grund gefruchtet? Das sind nur die üblichen Nazi-Parolen bis jetzt, ja. Aber dennoch. Eine Frau versucht, den Laden zu betreten, aber eins der Braunen schickt sie weg. Also sie... Im Grunde... Sie sabotieren ihn im Grunde komplett.
Sprech mal einen Passanten an. Ich schaue mir die Leute an, die herumstehen und scheinbar warten, was als nächstes passiert. Ich spreche mal eine Mutter mit einem Kind an. Wissen Sie, was hier los ist? Frage ich. Das Mädchen an der Hand ihrer Mutter sieht mich an und lächelt. Sie dürfte ungefähr fünf Jahre alt sein. Ich dachte, sie sagt was. Entschuldigt bitte. Nein. Die Mutter schüttelt den Kopf. Und ich will es auch nicht wissen. Ja, die hat jetzt schon Angst. Sie nimmt das Mädchen und geht davon. Ja, die Leute haben natürlich Angst, ne? Die wissen, was diese Typen machen. Im Gegensatz zum normalen Bürger, sage ich jetzt mal. Der normale Bürger war halt nicht organisiert. Die waren organisiert. Du stellst eine Frage, die eigentlich völlig unbedenklich ist, und dann wirst du von der ganzen Gruppe aggressiv angemacht. Und wenn du vielleicht auch noch irgendwie eine falsche Bewegung machst, dann wirst du wahrscheinlich auch gleich geschlagen. Und keiner greift ein. Es gibt keine Polizei, die eingreift. Nein, die macht mit, weil diese Typen sind ja mit Polizisten. Versetzt euch mal in diese irrsinnige Lage. Versetzt euch in die Lage, es gibt niemanden, den ihr rufen könnt. Das müsst ihr erstmal sacken lassen. Das ist die absolute Hilflosigkeit. Da kann ich diese Frau leider komplett verstehen. Leider sage ich absichtlich deswegen, weil man kann davon ausgehen, dass viele von diesen Leuten diese Penner halt letztendlich überhaupt in diese Situation gebracht haben. Gut, sie wussten es vorher ja angeblich nicht, aber man hätte wissen können, was Hitler für ein Mensch ist. Hätte man wissen können. Und trotzdem hat man ihm so einen Erdrutschsieg beschert. Schon davor, bevor er Tricks angewendet hat und den Kommunismus, die Kommunisten im Grunde verboten hat, wodurch er überhaupt seine absolute Mehrheit haben konnte, letztendlich mit der rechten, mit dem gesamten rechten Spektrum. Wir schauen uns weiter um. Ich frage mich, wen ich als nächstes anspreche. Und ich tue mal einen Mann in Anzug ansprechen. Können Sie mir sagen, worum es hier geht, frage ich einen gut gekleideten Mann, der wohl nicht aus dem Stadtteil kommt. Psst, sagt er und sieht mich wütend an. Frage noch einmal. Was ist denn hier los? Warum blockieren die den Laden? Das Papier im Moment. Was passiert im Moment überall? Sagt der Mann. Ich komme gerade aus der Friedrichstraße. Dort ist es genauso. Die stehen vor allen jüdischen Geschäften und auch vor Ärzten und Anwälten. Ich habe keine Ahnung, was die vorhaben. Einige dieser Händler gibt es schon seit Jahrzehnten. Warum sind die dann hier? Was machen die hier? Eigentlich, sagt der Mann, hatte ich mit Herrn Schmidt, dem Inhaber, einen Geschäftstermin. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich den heute, als ob das heute passen könnte. Also werde ich wohl gehen. Mit diesen Worten dreht er sich um und geht. Ich schaue mir die Leute an, die herumstehen und scheinbar wartet, was als nächstes wird. Ich rede natürlich auch mit der älteren Frau. Was ist hier los? Frage ich eine ältere Frau. Diese Juden kriegen jetzt, was sie verdient haben, antwortet sie. Einer der SA-Männer schaut mich an. Oh Gott, ja, wisst ihr, das ist so eine richtige Antisemitin. Die Frage ist halt, warum? Warum dieser Antisemitismus? Wenn man halt bedenkt, dass die Juden halt bis dahin halt auch ganz, ganz normale deutsche Bürger waren, sich auch weitgehend, also was heißt weitgehend, die haben sich eigentlich als deutsche Bürger gesehen, nur halt eben mit der jüdischen Religion. Das war im Kaiserreich und davor eigentlich weitgehend kein Problem. Klar gab es immer wieder Zeiten, wo Juden halt natürlich angefeindet worden sind. Es gab natürlich schon so eine schwelende, ja, sage ich jetzt mal, Abneigung. Das will ich gar nicht wegdiskutieren. Die hat es gegeben. Aber dass daraus dann quasi so ein Hass aufgebauscht werden konnte, ist für mich einfach nach wie vor nicht nachvollziehbar. Ja, Ich sage jetzt einfach mal, frag einfach mal, was sie meint. Also, ich stelle mich dumm. Das ist das Beste, was du in so einer Situation tun kannst. Wieso? Frage ich. Das sind unsere Feinde, meint die alte Kraddel. Die Juden sind unser Unglück. Wer glaubt, sie bekommen, was glauben sie, bekommt denn das Geld, das Deutschland als Kriegsschuld zahlen muss? Ja, genau, die Juden. Ja, es geht nach Frankreich und dann zu den Juden. Aha, genau. Ist auch der direkte Weg. Oh Gott, ey. Also die Frau wurde offensichtlich als Kind zu heiß oder zu kalt gebadet. Es war aber definitiv nicht die richtige Temperatur, denn es hat offensichtlich dem Gehirn geschadet. Die kriegen, aber jetzt werden wir uns wehren. Ja, genau. Jetzt werden wir ihnen es ihnen heim. Ich kann das eigentlich teilweise gar nicht lesen. Es ist so widerlich, das zu lesen. Die Empörung steigt in mir auf und es ist sogar noch umso schlimmer, wenn ich mir einfach klar mache, dass solche Sachen wirklich passiert sind und nicht nur in Einzelfällen. Ne? Das wird es hier als Einzelfall präsentiert. Aber du kannst davon ausgehen, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, dass das halt einfach
an allen Ecken und Enden in einer ähnlichen Art und Weise passiert ist. Und nicht nur so eine alte Frau, sondern da war es halt auch mal die Mutter mit dem Kind oder der Mann im Anzug oder irgendjemand sonst. Wisst ihr, das ist. Ich habe genug gehört. Ohne Witz, ich habe genug gehört. Geh zum Laden. Die SA-Schläger fangen an zu grölen. Deutschland der Deutschen, raus mit den Juden. Ja, genau. Ja. Ganz im Ernst, ich werde mit den braunen Hemden nicht sprechen. Das bringt eigentlich rein gar nichts. Da werde ich nur auffallen. Ich versuche einfach den Laden zu betreten. Passiver Widerstand und so. Ich will den Laden betreten, aber eines der braunen Hemden versperrt mir den Weg. Wo wollen Sie denn hin? Schreit er mich an. Ich gehe natürlich einkaufen. Ich dachte, ich gehe hier rein. Du hältst dich wohl für witzig, wie? Sagt das Braunhemd. Seine Kameraden nähern sich. Ich bin es mal mutig. Ich versuche ihn zu ignorieren und den Laden zu betreten. Die Augen starr geradeaus gerichtet gehe ich an ihm vorbei und betrete das Geschäft. Niemand hält mich auf. Drinnen brauche ich einen Moment, um mich an die Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Jemand steht in der hinteren Ecke des Raums und beobachtet mich. Hallo, ich möchte einkaufen. Hallo, ist da jemand? Ich möchte gerne einkaufen. Hallo, sagt eine weibliche Stimme. Sind Sie sicher? Ich glaube nicht, dass es den Männern da draußen passen wird, wenn sie hier etwas kaufen. Das ist mir egal, was denen passt. Mir egal, was denen passt. Ich brauche Lebensmittel und ich würde sie gerne hier kaufen, wenn Sie es erlauben. Wie Sie möchten. Sie tritt an die Theke. Was hätten Sie gerne? Ja, ich gebe ihr meinen Einkaufszettel. Ich gebe ihr meinen Zettel und sie packt alle Einkäufe in meine Tasche. Ich gebe ihr das Geld. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, sage ich zu ihr. Oder ja, aufmuntern. Wir haben jetzt gerade eben einfach Mut bewiesen und das können wir sich auch versuchen, sie aufzumuntern, denn wir sind ja letzten Endes der Aufmunterungsbeweis. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Diese Typen werden sich nicht lange halten, sage ich. Ja, da irren wir uns leider. Sie antworten nicht. Ich verlasse den Laden mit meinen Einkäufen. Die Braunen sehen mich hasserfüllt an, aber niemand behelligt mich. Ha, seht ihr? Das haben sie sich nämlich noch nicht getraut. Noch nicht. Ich trage meine Lebensmittel nach Hause und denke dabei darüber nach, was ich gerade gesehen habe. Die Schilder, die Braunhemden, die Passanten und die armen Ladenbesitzer. Wo soll das alles hinführen? Zu Hause angekommen bin ich immer noch zitterig vor Angst. Die Zustände in diesem Land werden immer bedrohlicher. Man muss an dieser Stelle dazu sagen, ne, das war jetzt gerade natürlich ein Spiel. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob ich in echt auch den Mut besessen hätte, das einfach zu machen. Das kann niemand wissen, denn man war nicht in dieser Situation. Gott sei Dank nicht. Aber wir müssen uns vor Augen führen, es gab diese Szenen. Es gab auch diese Szenen, die das trotzdem gemacht haben. Es gab Leute, die da versucht haben, die SA zu ignorieren. Bis sie es halt irgendwann nicht mehr konnten, wenn die SA dann plötzlich handgreiflich gegenüber dir wird. Wir müssen handeln. Es wird immer schlimmer. Wir müssen etwas tun. Tja, und damit sage ich auf jeden Fall jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Wir machen weiter. Das Ganze wird jetzt hier, glaube ich, so dreimal die Woche kommen oder alle 2 Tage. Ich habe mich noch nicht entschieden. Hängt auch natürlich wie immer von euch ab. Es kommt natürlich weiterhin, wenn ihr Bock habt. Und ich hab Bock, wenn ihr Bock habt, ne? Ansonsten kann ich es auch für mich alleine spielen. In dem Sinne, macht's gut. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.